Hola und herzlich willkommen bei Los Loquitos. Ja, eigentlich hatten wir schon immer vor, irgendwann mal im Rentenalter irgendwo hinzugehen in ein Land. Was? Unfassbar. Unsere Freunde und Bekannte haben uns gefragt, wie sie uns folgen können. Und wir wollten aber keine WhatsApp-Gruppe gründen. Deswegen ist mein Bruder auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen. Ja, der Wunsch von uns war eigentlich schon immer, dass man im Rentenalter irgendwo im Warmen lebe. Und aufgrund der Digitalisierung der letzten 3 Jahre, auch bei uns im Geschäft, ist es aktuell egal, wo wir arbeiten. Und somit war eigentlich dann klar, dass wir nicht mehr bis zum Rentenalter warten müssen, sondern jetzt schon gehen können. Da wir schon seit einiger Zeit wissen, dass wir ins Ausland gehen möchten, habe ich mich dann seit ca. 2007 mit dem Thema Ausland beschäftigt. Habe dann verschiedene Punkte aufgeschrieben, Kriterien, was uns wichtig war in den Ländern. Und so war dann zum Schluss 5 Länder übrig und darunter auch Paraguay. Und mit dem Land Paraguay haben wir uns dann explizit die letzten 5 Jahre sehr stark beschäftigt. Und an Pfingsten waren wir jetzt hier in Paraguay und wir waren alle so begeistert und es hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, Paraguay. Mir tut das Klima hier wunderbar gut. Ich habe Arthrose und das ist ganz toll, also ich habe keine Schmerzen. Genau, Luis hat mit seiner was ist das für eine Allergie? Gräser- und Pollenallergie. Genau, Gräser-Pollenallergie hat er überhaupt keine Probleme hier. Was mich persönlich in dem Land fasziniert, ist einfach die Natur hier. Die ist sehr, sehr schön. Der Himmel, das strahlend Blaue und halt, dass man halt 300 Sonnentage hat im Jahr. Das finde ich zum Beispiel ganz cool. Zum Beispiel auch in der Stadt, wenn du von einem Hochhaus oder einem Berg runter guckst, siehst du fast nur grün. Das stimmt. Also muss man wirklich sagen, auch hier, wir leben jetzt hier in einer Stadt. Ich habe die Drohne steigen gelassen. Ich glaube, ihr habt das gesehen gehabt in dem einen Video. Es ist komplett grün. Also auch in San Bernardino, wo wir waren. Mhm. Da waren wir im Amphitheater und es liegt so ein bisschen oberhalb am Berg. Und wenn man dann halt Richtung San Bernardino runterschaut, man sieht fast nur Bäume. Ja, man sieht Häuser. Es ist wirklich ganz grün und faszinierend einfach. Und außerdem, wie manche, oder der, wo uns kennt natürlich, unsere Freunde oder Familie, die wissen, dass wir ziemliche Palmenfreaks sind. Und das hat es halt genug hier. Das hat es genug hier und die überleben auch den Winter. Ja, das ist doch nicht so. Ja, also wir haben schon so die Vorstellungen dann, wie unser Garten bzw. dann unser Grundstück aussieht. Ganz, ganz viele Palmen. Die Schlaglöchern auf der Straße. Das Huhn hinter unserem Haus. Warum, ne? Das Huhn! Oder der Hahn! Der Hahn, wo nachts um 23:30 kräht. Und um 2:30. Bock, bock!
Moskitos, definitiv. Also ich wäre verfolgt. Ein schnarchender Bär in unserem Schlafzimmer. Ich schlafe im anderen Zimmer. Wer ist's? Und das ist das ganze Jahr Feuerwerk machen dürfen. Ja, das ist doch cool. Ja, also mich stört es auch nicht. Ich finde es geil. Der ganze Tag. Ja. Von morgens bis morgens. Ja, und es gibt jeden Tag was zu feiern. Schön. Tag der Freunde. Ja, wir haben Freunde gefunden über, also durch unsere Gastfamilie sind wir auch schon in der Nachbarschaft zum Geburtstag eingeladen gewesen. Und so langsam knüpfen sich Freundschaften draus. Im Fußballtraining, was ich habe, finde ich auch viel, viel mehr neue Freunde. Ja, und den, die schon am Zukommen sind, schon vorbei und fragen nach dem Diego. Ja. Ja, auch ich habe Freunde gefunden hier, die mich schon, gerade eine spezielle Person, die mich gleich ja, 2-3 Tage nach Ankunft mitgenommen haben oder eine Woche später, ich weiß nicht mehr, zu ihren Freunden und hat mich vorgestellt und... Es ist schwierig zu sagen, hat man schon Freunde gefunden nach 3 Wochen oder jetzt insgesamt 5 Wochen. Das muss sich alles entwickeln, aber es sind tatsächlich, was komisch ist, mir habe ich 2 Personen kennengelernt, also die Michelle und wir. Also insgesamt 3 Personen, so rum, wo man einfach, also es passt halt einfach. Ne? Also man redet und man merkt so bei gewissen Personen, hey, das passt. Und es fühlt sich an, als würde man sich schon länger als ein paar Wochen, Monate kennen. Absolut, das meine ich. Aber ansonsten genau. Muss alles wachsen, klar. Ja. Ich vermisse die Nachbarschaft und meine Freunde. Und ich vermisse meinen Sohn und meine Freundinnen, meine Bekannten. Ja, aber es gibt eine Möglichkeit, mit denen in Verbindung zu kommen. Und das ist schön. Durch die Digitalisierung jetzt bei uns über WhatsApp-Call und alles Mögliche ist halt das Schöne, dass man sich trotzdem sehen kann und nicht nur über Briefe, sondern man sieht sich. Und das erleichtert es für meine Mama ganz arg, dass sie ihre Freundin so sieht. Ja, von meiner Seite vermisst man natürlich auch Familie ganz stark und die Kumpels, die Freunde, speziell ja, der engste Freundeskreis natürlich und meine Biker-Freunde, die will ich hiermit grüßen. Auch die vom Fußball, von meinen 2 TSVs. Ja, so, das sind so die Sachen, was man jetzt mitkriegt. Ah, jetzt ist kein Spielausflug mehr oder das nicht mehr, ja. Das sind schon 2-3 Momente gewesen, wo ich denke, boah, das wäre jetzt schön, wenn ich jetzt dort wäre oder, ja, aber ansonsten muss ich sagen, so wie es Ina gesagt hat, das mit dem WhatsApp-Call macht viel wett, ganz, ganz viel wett. Ja, bei mir ist es auch durch das, dass es WhatsApp gibt, ist das mit dem Vermissen nicht. Also klar, ich vermisse meine Freunde, aber es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist natürlich am schlimmsten, ich vermisse meinen Hund, weil ich mit dem keinen WhatsApp-Call machen kann und ganz arg meinen Freund. Also ich vermisse auch meine Freundinnen. Ich grüße euch ganz arg. Ich vermisse auch meine Arbeitskolleginnen, die fleißigen Bienchen. Also so wie in Deutschland gibt es das natürlich nicht, als wir in der Quarantäne waren. Es gibt ein paar Restaurants, die Telefonnummern haben, die auch liefern. Aber dass das jetzt so eine App ist, wo viele
Restaurants drin stehen und man sich auswählen kann, was man gern essen möchte. Das geht leider nicht. Also man muss schon entweder persönlich vorbeikommen oder anrufen oder eine WhatsApp schreiben und entweder die bringen es dann oder man muss es abholen. Es ist möglich, ja, aber sehr teuer. Mein aktueller Alltag sieht aus, ich tue morgens um 5 Uhr fange ich an, die Terrasse zu fegen und später tue ich im Garten lägen. Und die Erde ist gut und das Klima, das wächst alles ganz schnell. Mein Alltag sieht so aus, dass ich morgens aufstehe, Kaffee koche für die, wo wollen und der Haushalt und für Kinder so Schulaufgaben machen. Ja, ich stehe auf, wenn ich wach bin, meistens um 9. und dann nach dem Essen helfe ich dann abtrocknen das Geschirr. Und abends auch. Ja, im Moment treffe ich mich mit Freunden oder Bekannten und lerne sie kennen und knüpfe ein paar Kontakte, dass ich ein bisschen Anschluss finde. Mein Alltag sieht aus, ich... Mein Alltag sieht folgendermaßen aus. Ich stehe auch meistens um 5, 6 Uhr auf, kann, wie schon erwähnt, durch die Digitalisierung meinen Job hier als Versicherungsmakler weiter ausführen. Arbeite dann paraguayische Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr, deutsche Zeit von 14 Uhr bis 20 Uhr. Wir sind ja 6 Stunden zurück und habe dann ab 14 Uhr dann eigentlich Zeit für Familie. Begleite dann der Diego mit einem Fußballplatz, was ich halt vorher so noch nie gehabt habe. Was ich auch sehr, sehr schätze hier, dass man wieder mehr Zeit habe. Beziehungsweise mit Luis haben wir einen Schreibtisch zusammengebaut. Die Bilder können wir auch mal veröffentlichen. Ja. Ansonsten bin eigentlich aktuell nur ich berufstätig und bin sehr dankbar, dass das Ganze durch die Digitalisierung möglich wurde. Ja, neben meinem Job, Versicherungsmakler, welcher natürlich Priorität hat, gibt es natürlich Pläne. Wir wollen da aber noch ein bisschen vorsichtig sein, sondern erst dann euch was mitteile, wenn das dann ganz spruchreif wird, beziehungsweise ist. Wie der ein oder andere schon gesehen hat, gibt es einen Kanal, der heißt Sasch for Better Life. Da wird eigentlich so im kleinen Rahmen dann später vorgestellt, was wir eigentlich alles vorhaben werden. Da bekommt auch immer die aktuellsten Infos. Ich blende den unter in der Beschreibung ein. Aktuell schauen wir nach Grundstücke. Wir haben eine Region, die würde uns sehr, sehr gefallen. Machen wir auch ein Geheimnis draus, wie ihr das wahrscheinlich schon gesehen habt. Das ist San Bernardino. Aber wir wollen uns noch 2, 3 andere Gegenden anschauen und werden jetzt die Tage dann verschiedene Grundstücke besichtigen. Ja, also wie gesagt, Kanal Sasch, da halten wir euch auf dem Laufenden. Ich verlinke das Ganze und das sind so meine Pläne. Meine Pläne sind, Ingenieur zu studieren, Profifußballer zu werden und mehr eigentlich auch nicht. Ja, auch ich habe vor zu studieren, und zwar Medizin. Ich will meinen Kindheitstraum endlich in Erfüllung bringen und da werde ich drauf hinarbeiten. Bei mir wird es dann so sein, dass ich mich beim Sascha, also mit unserem Projekt, anschließe. Und bei mir, ich werde den Garten machen und vielleicht noch ein paar Tiere. Vielleicht. Wir holen Bibelen. Das können wir verraten. Also wir holen Bibelen. Übersetzung Hühner.
Genau. Also kann man ja sagen, ist von der Rita ein Wunsch von der Oma, von der Omi. Ja. Und Omi kriegt Bibilen. Hühner. Hoyos. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie Louis sein Alltag aussieht und was seine Pläne sind, dann kommt einfach mal mit. Ich mache zurzeit ein Praktikum bei der Capitina als Schreiner und ich möchte auch in Zukunft weiter bei der Tina arbeiten. Abschluss noch eine Frage, die haben wir vergessen. Und zwar, wie sieht es aus? Was kommt eigentlich auf YouTube? Was kommt auf Insta? Da haben wir jetzt miteinander gesprochen gehabt. Also wird so sein, dass wir auf Instagram immer so kleine Ereignisse mit euch teilen und dann live gehen. Und auf YouTube eher so mehrere Wochen oder eine Woche zusammengefasst. Das nächste Mal war schon Druck. Also eine Woche, jo, vielleicht. 2, 3 Wochen, 4 Wochen. Das müsste man noch kriegen. Jo, ansonsten bedanken wir uns natürlich wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.